So, guten Morgen. Nachdem wir gestern eine Runde gefahren sind, haben wir erstmal die Wartung, die Ölkontrolle und Ölwechsel. Der Udo liegt hier bequem unter der Karre. Er lässt die Brühe hier raus. Jetzt fange ich langsam an zu schwitzen hier. Muss doch den Deckel wieder raufdrehen. Ein bisschen was geht Ja, noch. mach zu. Das kannst du nicht ausgießen und tragen. Moment. Ah, ist okay. Ich spiele mit dem Feuer. Aber wir haben hier noch einen Kühlwasserverlust. Und zwar hier ist ein Ablasshahner Motor. Und der sägt so ein bisschen vor sich hin. Ist jetzt nichts Gravierendes. Aber tropft trotzdem hier unnötigerweise Wasser raus. Ansonsten hat Udo schon Getriebe auf Guss gemacht und Differential. Da fehlten jeweils so maximal 150 Milliliter. Das ist echt wenig, also die Pulle ist fast voll noch. Das ist ja quasi dicht für Säuleverhältnisse. Soll jetzt ist dicht und Motoröl scheint auch einiges rauszukommen, also stinkt auch nicht übermäßig und. Aber es ist schwarz wie die Nacht. Ja, der Filter, zeig den Leuten mal den Filter. Ich schon abgeschraubt, der chillt da drinnen im Turm. Der ist auch Creme de la Creme. Uiuiui, Alter. Hier oben steht die Soße noch drinne. Muss da rausfinden, warum? Aber Tuch absaugen, guck, ob da Dreck drin liegt. Na, ich sag, der Filter hat sich zersetzt hier. Junge, ist der fertig. Gut, dass wir einen neuen geholt haben. Das Ding ist auch übervoll jetzt hier, ey. Muss da auch noch abschöpfen gleich. Oder die Karre rückwärts rausfahren. Wie? Lass es einfach stehen erstmal. Ja, es ist randvoll. Dann bewegst nicht. Ja, zu spät. Lass die mal zusammenwischen. Lass es mal jetzt erst machen hier, bevor du da oben weitermachst, ja. Na gut. Dann komme ich hier runter wieder. Also, das geht schon heftig weiter, Leute, ey. Das ist kaum vorzustellen. Komm mal mit. So. Und zwar gab es ein leichtes Dilemma in dem Auto. Es war ein leichter Motorbrand. Der aber zum Glück noch glimpflich ausgegangen ist. Weil von der Tanke jemand einen Feuerlöscher am Start hatte. So. Jetzt haben wir da zu tun. Also erstmal kurz mal so schön ein bisschen Luft nicht mehr. Die Luft hat sich schwer ein bisschen akklimatisiert, vorhin konntest du gar nicht mehr atmen hier. Ja, wir waren liegen geblieben und Udo hat schon festgestellt anhand der Landesonde, dass Spritmangel herrschte. Wir haben nachgeschaut und festgestellt, dass unsere elektrische Pumpe nicht mehr funktioniert hat. Und wir wollten dann schon die andere anklemmen, die hier noch rumoxidiert. Ich weiß, wo ist denn die andere eigentlich? Die ist hinten irgendwo im Laderaum, ja. Glaube ich. Wir wollten gucken, was mit der ist. Und während hier Strom drauf war, habe ich den hier rangehauen. Und die hat dann noch begonnen zu pumpen. Und irgendwas hat ausgerechnet, um es zu zünden. Und dann war diese Benzinlache, die hier vorher Flammen stand, ey. Richtig dummer Move. Ja, Mann. Das heißt jetzt, wir werden erstmal Kackmist hier ausbaden. Erstmal checken, was hier mäßig abgeht. Ja, ein paar Kabel hat es halt zerledert hier. Die Pumpe ist auch fertig, die will ich nicht nochmal benutzen. Pumpe ist fertig. Was ist das? Das ist das Lichtmaschinenkabel hier. Dann hier drüben sind noch ein paar Kabel zur Zündung. Nee, es ist alter Dreck. Jetzt lohnt sich die Motorwäsche so richtig. Wir hatten überlegt, ob wir eine machen. Ich glaube, jetzt werden wir doch die Motorwäsche in Betracht ziehen. Ja, erstmal hier alles aussaugen. Das ist die nagelneuen Sitze, ey. Boah! Na gut, der erste Move ist, wir werden erstmal gucken, was da los ist mit den Kabeln. Das Ding mal irgendwie zum Laufen bringen wieder und dann schauen wir. Lass erstmal alles aussaugen hier. Ja, Mann. Schlimm. Jetzt bin ich ja Pulverberg hier drauf. Sind jetzt hier
im Autowaschpark, haben das mal alles ausgesaugt, analysiert. Udo ist schon fleißig am Kabel zwirbeln. Gestern merke ich noch über die Opas auf dem Land, dass die alles verzwirbeln. Jetzt zwirbel ich selber den Weltmeister, weil wir keine Löte hier haben. Ich glaube, wir sind doch recht glimpflich davon gekommen. Was kaputt gegangen ist, sind die drei Kabel zur Lichtmaschine und die beiden zur Benzinpumpe. Und ich glaube, das war alles, oder? Jo. Ja, jetzt zwirbeln wir wieder alles zusammen. Und wir haben noch zum Glück eine Zeit davor vorbei. Das ist ein Bauteil von Mitsubishi. Also, wir sind liegen geblieben wegen dem Bauteil von Mitsubishi. Wisst ihr Bescheid? Ja. Einmal komplett alles neu isoliert, hat jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde gedauert. Jetzt dübeln wir zum Baumarkt, weil ihr seht ja, der Schlauch passt hier einfach nicht auf die Pumpe. Ist einfach too much des Guten hier. Müssen wir jetzt einen Adapter kaufen oder einen Filter oder irgendwas. Den brauchen wir auch noch haben. Denn wenn wir den im Baumarkt holen, mal. Dann packen wir mal die Grube hier hinten in der Ecke irgendwo und dann ist gut. Wir haben jetzt einen Schlauch besorgt von keine Ahnung welcher Firma. Wir hoffen, er hält. Feuerlöscher haben wir auch besorgt. Der kommt jetzt auch hinter die Sitzbank vom Jeras. Da ist kein richtiger Platz dafür. Dann ist der mieseste Abfall sonst. So, wir müssen jetzt einfach nur noch. Wir haben zwei Benzinfilter geholt. Einmal Metallfilter. Wo wir nicht wissen, wie teuer er ist. Und ein Billigfilter. Ich bin eher pro Metallfilter. Da passen nämlich beide Anschlüsse drauf, von dem dicken und von dem dünnen. Also ein bisschen kleinen Scheiß geholt, um den Schlauch auch wirklich festzumachen, damit das nicht wieder passiert. Gut. Also eigentlich ist es ja nicht am Schlauch passiert, aber es wäre auch kurz davor gewesen. Dann friemeln wir mal alles zusammen und dann hauen wir die Karre mal wieder an. So, Reparatur vollendet. Der neue Schlauch ist drin, die neue Pumpe ist drin. Zwei Filter, weil wir nicht keine Adapterstücke gefunden haben. Die Tür mal voll auf. Ich lasse die Leute die Tür abfahren. So, so jetzt Batterie ran, ja. Mal an. So, und dann. Ist gut. Es tackert. Du weißt nicht, ob es richtig rum ist, oder? Doch. Steht's ja. In. Out. Steht auf der Pumpe drauf. Okay. Aber sie ist deutlich langsamer als die andere, ne? Die andere hat jetzt schon den Vergaser dreimal gefüllt. Ja, Mann. Dauert noch ein bisschen. Eine Ewigkeit später. So, die Karre läuft wieder. Hat er sie? Ich glaube schon, ja. Und wir wissen nicht, ob die Kuppe daher kommt. Der Motor ist ein Suftbot. So Leute, das ist die erste Fahrt mit dem Scheißhaus. Ihr seht es ja, bei bestem Sonnenschein und wir haben keine Probleme. Wir sind vom Hotel bis zum Tamtam gefahren, auf dem Bazar, gehen noch ein bisschen einkaufen. Und bisher läuft es einfach erstmal ganz gut. Karre klingt zornig, hat Bock. Ich hoffe, die nächsten Fehler kommen nicht. Wir müssen nämlich morgen nach Berlin fahren. Oh Mann, ey. Udo. Was los? Was reparieren wir heute? Heute nur Kleinigkeiten, damit das Tank nicht so peinlich ist. Von 5 Liter daneben gehen, müssen wir den Tankstutzen reparieren. Heute mal ausnahmsweise nichts passiert. Wir sind schon seit 20 Kilometern mit dem Auto unterwegs und das läuft komischerweise. Jetzt müssen wir nur hier einmal den Tankstutzen tauschen, das ist hier drin. Da kommt man auch gut dran. Das einzig Dumme ist, ist mal wieder Schlitzschraube. Bäh. Wir werden das natürlich durch normales ersetzen, weil hier kannst du mit dem Finger reinfassen. Wir zeigen nachher euch das alte Rohr. Er ist ein Sieb geworden. Ist eklig geworden. Das ist übrigens auch sehr ergonomisch hier, weil die Klappe nicht weiter aufgeht als so. Das ist asozial, ey. Ich hole mal kurz ein bisschen Spray, weil das ist so vergammelt alles. Ich kann gar nicht verstehen, warum alle Tankstellenbetreiber sauer auf uns sind. Nur weil wir wirklich so ein Rohr hier tanken, weil ja. Die Karre in Flammen schicken. Finger sehen. Das ist der letzte Ersatz, den haben wir noch bekommen. Wird langsam schwierig mit Ersatzteilen. Die Tür belässt hin immer. Jetzt ist vorbei, jetzt ist letzte Lagerware. Müssen wir hier wohl wieder auf unsere gute europäische Qualität setzen. Müssen wir noch mehr pfuschen, aber das kriegen wir hin. So, Udo und ich haben die Karre ausgeräumt, der ganze Schrott liegt hier rum. Jetzt wird die Karre einmal ausgekerchert. So Leute, die Sonne Stufe 2 muss herhalten, weil ich nicht halten kann bis morgen. Wir haben Dichtprofil auf dem Bazar gekauft. 2 Meter, muss ja wohl reichen. Jetzt
erklären, wie diese Tür fest scheppert übertrieben. Die Tür ist brutal am scheppern. Laut. Ich habe gerade eine Bremse, alles entfettet. Dabei geguckt. Hier, optimal. Jetzt kleben wir den Dreck hier rein. Und der Teppich muss ausgerollt werden. Und der armenische Teppich. Der angebrannte Teppich. Der angefackelte Teppich, ey. Ich bin ja gespannt, ob das hilft. Das klebt wie Teufel, das Zeug. Wenn diese Schepper nicht wäre, wäre das Auto echt erträglich. Das wird Gehörschutz fahren. Ja, Mann. Boah, das ist stabil, ey. Das ist eine Schere drin. Und Chaos. Ja, das Säge tut's auf. Ghetto. Ich hab keinen Bock im Chaos zu wühlen. Na gut, dann machen wir weiter hier. Ich bin gespannt, ob es dann leiser ist. Ich auch. Jetzt können wir nachher ein Fahrvideo mal checken. So, der Dichtprofil ist geklebt. Bisschen geizig musste mal sein. Machen wir zu. Ist nicht mehr Katastrophe. Mal schauen, wie es im Fahren ist. Aber jetzt rollen wir den schönen Teppich hier aus. Wir haben ja heute noch nicht genug geschraubt, irgendwie fällt uns auf. Nee. Also, die Karre ist abgelüftet, vielleicht wische ich noch ein, zwei Mal drüber hier. Ai, wo? Ah, hier ist irgendein Teer raufgekommen. Ich dachte voll, das war ein Ölfleck hier, aber es ist Teer. Also. Auf dem Video sehen die Wände richtig gut aus. Ja, raus mit dem Teppich. Wieso? Jetzt mal hier aufklappen. Du tust gerade ein bisschen schön. So mal aussaugen im Garten. Müssen wir entscheiden, welche Richtung? Keine Ahnung. Das Verbrannte nach hinten? Das Verbrannte nach hinten, ja. Eigentlich gut. Egal. Eigentlich egal. Also, er kommt auf jeden Fall so jetzt ins Auto. Wollen wir eigentlich zerschneiden für die Radkästen, oder? Ja, kann man machen. So richtig gut reinpassen. Wir gucken, dass er nicht in der Schaltung vorne landet. Guckt's euch an, ey. Wie in Babusias Wohnzimmer. Nur, dass er nicht an der Wand hängt, sondern auf dem Boden liegt. Also, du merkst, der Bude, jetzt kommen die Babsi, da. Genau. Du musst die Rostlöcher abdecken hier. Das ist er, ja? Ja. Was er vorher noch nicht, das ist in der Autowäsche entstanden. Nein, nein, es war schon da, aber es ist größer geworden. Ja, das Problem lösen wir gleich. Nur noch Drillschrauben. Ah, guck mal hier. So fahren wir zur Grenze, ja. Nein, legt mir da vorne, das sieht scheiße aus. Ja. So. Voll die Falten hier. Scheiß aufs Rostle. Schau, uiuiui. Schau, was er hat. Kajorchen. Da. Ich hab schon Kabel, wissen wir? Ist gleich nicht mehr so Blech in drin, oder? Nicht leise. So, Teppichverlegerei Udo und Udo. Jetzt kannst du drin Trompete üben, ja? Geil. So. Schon richtig fertig, schon. Ja. So, Leute. Das war gerade ein Kampf gewesen, der Teppich und ich. Die Entscheidungskunst. Oh. Den Cutter werden wir noch ein bisschen freischneiden, damit diese Panne aussieht, oder Udo? Ja. Ich mach ein Stepptanzchen so. Udo hat das Wohnzimmer fertig. Great body. Oh. Wunderschön. He loves to grab it as fast as possible.